Yo, 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 servus! Mein Name ist Selecteknein und ich darf euch willkommen heißen zum zweiten Spieltag der PBA und auch zu meinem letzten Spieltag. Denn wir haben gerade auf Wi-Fi versucht zu spielen. Ich hatte wieder einen DC, weil ich halt nur mit einem Chevy Hotspot vom Handy spielen kann. Und ich hatte durchgehend 4G und wurde trotzdem DC irgendwann. Dann habe ich sogar jetzt noch einen alten Router von mir ausgegraben. Weil beim alten schien es ja, oder beim jetzigen, den ich verwende, schien es ja nicht zu gehen, weil der Hersteller das irgendwie so eine Peripherie drin hat, die der diesen Glitch oder keine Ahnung, wie man das nennen soll, diesen Trick blockt, mit dem man Gen 5 online spielen kann. War aber der gleiche Scheiß und ja, deswegen jetzt hier auf Showdown. Wir spielen das Match zu Ende und dann muss ich mich leider von der Liga verabschieden, schweren Herzens, aber es ist mir, ich habe halt auch mit Ash Ketchup, ja, passt schon, stimmt schon. geredet und mir ist das da leider auch um die Zeit zu schade, denn ich will halt nicht immer 2 bis 3 Stunden spielen durch die ganzen DCs, das alles immer wieder neu durchkauen, die Matchups. Und ja, ist halt auch, keine Ahnung, Teambuilding und so weiter, geht ja alles Zeit rein. Okay, Sigi fordert uns schon heraus, mir accepten. Und ja, wir haben ein bisschen mit Yuxi geleadet, okay. Frage nur, ob mein Spielverlauf ein halbwegs im Kopf hat. Ja, wir sind hier ein Siegesteam mit Kyurem, Weshek, Well, Starmie, Wheelie, Zorak und Zapdos. Zorak ist tatsächlich tricky bei Wi-Fi, da man es da nicht so schön hier am Rand hat und immer dran erinnert wird, sondern muss man schon ein bisschen grübeln. Okay, Sieg hat mir vorhin schon geschrieben, dass er wahrscheinlich hier öfter DC'd werden kann. Ist aber nicht so tragisch. Ja, haben wir Zeit. Ja, wie gesagt, letzter Spieltag. Und wir versuchen zumindest mit einem Boom nochmal zu gehen und unserem Nachfolger zumindest 3 Punkte am Konto überlassen, denn ich finde es immer schrecklich, wenn Ligen neue Spieler suchen, weil jemand ausgestiegen ist. Ich meine, in dem Fall bin ich halt technisch bedingt ausgestiegen, sondern nicht, weil ich 2 Matches verloren habe oder so. Aber meistens, wenn man dann guckt, so, okay, ja, wo ist der in der Tabelle, der ausgestiegen ist, dann ist der meistens Letzter oder Vorletzter. Selten mal, dass das nicht so der Fall ist, sondern dass es echt jemand ist, der eine gute Season gespielt hat und halt einfach aus Zeitgründen noch so nicht mehr raus kann, sondern es sind immer die, die einfach die ersten 3 Spieltage aufs Maul kriegen und dann droppen, weil sie keinen Bock mehr haben. Und das will ich aber nicht hinlegen. Ich meine, das ist bei mir jetzt sowieso nicht so der Fall, aber ja, ihr wisst, was ich meine. So, sowas ist einfach scheiße. Und ja, wäre ich Ligaleiter, würde ich solchen Leuten einen Bärmabann geben für die Liga, weil auf sowas hätte ich echt keinen Bock. So. Mal, dass der Sieg zurückkommt. Okay, hat Spaß. Technikprobleme. Ja, das ist auch lustig. So, bei mir geht's bei Wi-Fi nicht. Bei Ihnen sieht es bei Showdown ein bisschen düster aus. Jetzt er wieder da. Und ja. So, er sollte einfach mit Zapdos leaden. Wie vorhin im Kampf. Ja, ich schreibe das mal. Ja, Zapdos. Und wird U-Turn drücken. Wenn ich Toxic drücke. Hier sind wir schon am Damage, das ist einfach Choice Bandit Zapdos. Fand ich sehr, sehr hilarious. So, dann ist er jetzt in Credilli gegangen. Und ich dachte mir, warum schickt der Credilli in Yuxi rein? Ich dachte mir, der ist doch bestimmt Zorak. Und bin deshalb auf einen Dark Pulse in Heracross gegangen. Das leider nicht Guts ist. Und er ist sogar tatsächlich das richtige Wheelie. Und ja, ich bin nicht am Vestonisch gegangen. Während Zapdos wieder reinkommen ist, trifft sie jetzt, wäre schön. Nice. Oh. Okay, im Original hat sie nicht gekillt. Überlege gerade. Wer hat das?
Okay, das Ding ist, er ist knapp nicht gedroppt und ich bin dann auf sein Bohrschnabel in Dings in Garchomp. Kritischer Hase. Na okay, dann müssen wir auf einen Triple Switch machen. Das Ding ist, er hat nicht den Bohrschnabel Damage irgendwas. Er hätte mir auch einfach Yuxi's Dummy Matchup machen können, aber ist egal. Ja, so, okay, jetzt sind wir hier wieder. Jetzt Ice Beam. Und ich bin in Yuxi gegangen. Ja, genau. Kein Freeze bitte. So. Jetzt ist er, meine ich. Jetzt meine ich. Ich U-Turn in Hera. Ja, ein bisschen kritisch hier bei Nachspielen, aber passt schon. So, jetzt haben wir CC gedrückt, er hat seine Pflanze reingeholt, die ist danach auch gedroppt. Also wie ihr seht, relativ im Early 6-4 Lead für mich. Ja, mal ist ein bisschen kritisch. So, das Match war eigentlich also erst danach, um Heracross zu Revenge Killen Starmie gegangen. Ich bin mein Scraft, die hab Psyshock gedrückt, habe einfach, ich habe auch einfach einen Special Move predicted, weil ich bin relativ spadef mit Scrafty. Dann bin ich auf den, ich bin einfach Mindless Crunch gegangen. Und jetzt hat er dann Brave Bird gedrückt in mein Seismic Toad, glaube ich, ja. Ich glaube, er hat einfach Brave Bird gedrückt. Ah, U-Turn. Genau. Genau. Ja, im Original war es Kyurem, aber ist jetzt hier egal. Ich habe einfach Earthquake gedrückt, weil ich jetzt nicht wusste, dass. Eigentlich hätte ich es wissen können, dass es Kyurem ist. Da Kyurem ja schon den Damage gehabt hat. Ja, mehr hat auch nicht, war ziemlich low mit Seismic Toad, aber ich habe danach ERS gedrückt. Auch nicht so schlimm. Und ja, an der Stelle waren wir. Okay, so, und dann in dieser Situation waren wir im letzten Kampf. Ich habe auch im Original gemissklickt, also ich hatte Restock drauf. Und Ice Beam sollte uns nicht töten, genau. Kriegen wir den EQ? Wäre sexy? Nee, leider nicht. Wir wollen einfach den Dings jetzt breaken. Den Sub sollte sich ausgehen mit Seismic Toad. Genau, können wir auf EQ drücken.
Sina ist nicht scarfed. Er rückt weiter Sub. Ist fein. Könnte uns natürlich hier Sub PP stallen. Aber selbst. Okay, macht er aber nicht. Gut, dann gehen wir jetzt wieder an Heracross und drücken einfach stupider Close Combat, glaube ich. Genau, wenn wir fast sein Starmie reinkommen, können wir danach in Yuxi gehen, kommen eventuell in Eiffelberry Range und dann sieht das Ganze schon relativ gut für uns aus. Ja. Kann man vorerst so lassen. Ja, ist eine ziemlich miesen Position, muss man sagen. Scaraborn war aber auch bockstark gegen sein Team, auch im Matchup alleine. Und ja. Frage ich, was jetzt Scarfer ist. Oh, er bleibt sogar drin. Straight. Was jetzt, okay, damit der jetzt im Waschakwill gehen wahrscheinlich, ne? Waschakwill. Nee, den Starmie. Warum gehst du in Starmie? What is the. Was ist da sein Beweggrund? Eins der beiden ist auf jeden Fall sein Scarfer. Ich will den Damage von Bravery eigentlich nicht fressen. Will ich eigentlich nicht fressen. Wobei, wenn er dann langsamer ist. Ah, das ist kritisch. Es kommt bald ein U-Turn, ne? Moment, ich habe gesehen. Wer ist zuerst raus vorhin? Was come back? Heracross ist schneller. Okay. Moment, Heracross ist schneller als er. Okay, 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 okay. Lass mich nachdenken. Er ist nicht Scarfed Starmie. Das heißt, er ist Scarf. Dings hier, ne? Scarf Waschakwill. Und Waschakwill hat eine 80er Base. Okay, dann müssen wir eigentlich drin bleiben. Wir rücken Rocks. Also für Brave Bird. Ja, der ist bestimmt Scarf. Wir drücken es die. Drücken Dragon Claw. Ja, drücken Dragon Claw. Okay, da bleibt ein Starmie drin. Okay. Sehe ich. Hier ist Crafty. Kein Freeze bitte. Nice. Crunchen einfach. Ganz simpel. Ich gehe davon aus, dass Scarf Waschakwill ist, aber muss er fast sein. Deswegen die dancen wir auch nicht, weil wir dann nach trotzdem noch langsamer müssen zweimal die dance kriegen. Ich bleib sogar drin. Crunch, nice. Okay, und danach können wir in Chomp gehen und wahrscheinlich gewinnen. Ich glaube, das meddert jetzt auch nicht. Normalerweise hätte ich ja Bohrschnabel-Damage drauf, aber ich glaube, der meddert nicht, je nachdem, wie viel das jetzt macht. Außer er crittet, dann ist sowieso egal. Ja, ich sag, und... da. Ich glaube... ja, erstmal abspeichern. Aber das Ding ist, ich werde mich kurz mit. Ja, genau, was er dann spricht. Speed hat er denn? Aber schneller als Heracross. Oh, das falsche Team überhaupt. Ha. Gen 5. Warum ist denn 142?
Ja, ich schicke das Replay einfach so an den Ligaleiter und dann soll er das für meinen Nachfolger handhaben, wie viele Punkte das letztendlich gewesen wären. Aber ich glaube, es wären nur ein 1-0 gewesen. Oh, nochmal GG an Sigi, schaut bei ihm vorbei. Link ist in der Videobeschreibung, schaut bei allen anderen PBA-Teilnehmern vorbei, schaut bei meinem Nachfolger vorbei. Ich weiß aktuell noch nicht, wer es sein wird. Wobei doch, Ash hat mir was geschrieben, und zwar der Ligaleiter vom UDT. In diesem Gen 8 Turnier, Draft Liga, wo auch Belly und Wetter mitgespielt haben. Ox, kann das sein? Ox, schaut bei ihm vorbei. Allgemein, UDT war auch ziemlich krass, so ein bisschen Schleichwerbung. Gut, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Samstag. Leider schade, dass da jetzt nichts draus geworden ist mit der Gen 5 Liga, aber so habe ich wenigstens Platz für eine andere Liga vielleicht. Vielleicht mache ich selber was oder ein Turnier oder so. Schauen wir mal, ich halte euch auf Laufenden und ja, macht's gut, haut rein, euer Lüss, servus. Ele Kids, glaub ich, die Crew. Ele Kids, glaub ich, die Crew. Und bist du mit mir cool, gehörst du sicherlich dazu.